Ich glaube, es war Betty Davis, die mal gesagt hat, alt werden ist nichts für Weicheier. Mach dir nicht so viele Sorgen ums Älterwerden, hörst du? Werd lieber erst mal erwachsen. Mein Leben lang habe ich mich von einer Beziehung in die nächste gestürzt. Überraschung. Danke. Wow. Ich danke Gott für diese kleinen Intermezzi. So konnte ich mir vormachen, dass ich nie allein war. Sie spielen Klavier? Spielen Sie mir etwas vor? Zu viele Leute. Ich werde so aufgeregt. Wenn ich mitkomme, würden Sie mir dann einen Wunsch erfüllen? Wieso gehst du nicht gleich zum Abschlussball mit ihr? Du verstehst das nicht. Diese Frau ist etwas ganz Besonderes. Du hattest dein Leben lang immer nur irgendwelche Beziehungen, ohne dich jemals wirklich auf jemanden einzulassen. Unabhängigkeit war immer das Wichtigste für mich. Wie kommst du nur darauf, die Ehe mit einem Gefängnis zu vergleichen? Aus eigener Erfahrung. Halte mich bitte nicht für naiv, nur weil ich jünger bin als du. Danke Gott für dieses wunderbare, einmalige Erlebnis. Es war nicht bloß etwas Einmaliges. Sie wollte noch mehr? Ich bin glücklich. Natürlich war die ganze Situation ziemlich lächerlich. Ich gehe heute Abend aus. Ach ja, mit wem denn? Du musst nicht alles wissen. Verlass sofort diese Frau. Früher oder später wird sie dir sowieso den Laufpass geben. Willst du alles kaputt machen? Nein. Dann fang endlich an, mir zu vertrauen. Von mir bekommst du alles, David. Ohne Verpflichtungen, ohne Erwartungen. Hast du dir schon irgendwann mal eine Zukunft mit mir vorgestellt? Eine Zukunft mit dir macht mir Angst. David? Ich habe alles verdorben. Ich habe sie geliebt. Ich habe so etwas noch nie vorher empfunden. Lieber spät als nie. Schöne Frauen sind unsichtbar. Wir sind derart von ihrem Äußeren geblendet, dass wir ihre innere Schönheit nicht sehen können. Du hast noch dein ganzes Leben vor dir. Es geht nicht nur darum, was ich von dir will, sondern auch, was du von mir willst. Sin su amor, la vida se...